Sascha findet booknews.de hier vom MSI Presseevent in Taipei. Und wir sind gerade um einen alten Bekannten gestolpert, das ist MSI WinPad 100W. Das hat man zum ersten Mal während der Computex gesehen. 10-Inch Display, 1024x600 ist die Auflösung, 1 GB RAM, 32 GB SSD und basiert auf dem Intel Atom Silverthorn Z530, weil es ist passiv gekühlt. Und MSI hat uns gesagt, dass sie keinen stärkeren Prozessor da reinbauen können. Was ich einfach bemängeln muss, wir gehen erstmal ganz kurz ums Gerät selber drumherum. Wir haben einige Status-LEDs, einen Anschluss für euer Headset, HDMI-Ausgang, ein 4-in-1-Card-Reader, hier ist ein Connector für eine Docking-Station, das ist ein Anschluss für eine SIM-Card, also dass ihr bei UMTS ins Netz gehen könnt. Und auf der Seite haben wir einen Anschluss für euer Netzteil. Vorne haben wir dann noch Stereo-Speaker, hier ist einmal eine Webcam. Dann könnt ihr hier Bluetooth und Wi-Fi an- und ausschalten und ihr habt einmal den Ein- und Ausschalter. Dann haben wir hier vorne noch ein paar Anschlüsse, hier ein paar Bedienelemente. Hier haben wir einmal so einen Knopf, mit dem ihr die verschiedenen Webcams an- und ausschalten könnt. Was übrigens ganz interessant ist, ihr seht, wie die rückseitige Webcam, in welchem Winkel die angebracht ist, bedeutet ganz einfach, wenn ihr das Gerät so haltet, dann könnt ihr immer noch eure Umgebung vernünftig filmen. Dann haben wir hier noch einmal Lautstärke-Regler, dann einen Mute-Button und dann hier so ein OK-Button. Rennt auf Windows 7 Home Premium, ist ein kapazitiver Multitouch-Screen, wie ihr sehen könnt, der wirklich sehr gut reagiert. So. Dennoch, das ist hier eine Art von Prototyp. Ihr seht hier den Bewegungs- oder den Beschleunigungssensor, Accelerometer, der wirklich sehr zuppig reagiert. Aber ansonsten, hey, da ist ein Intel Atom Z530 drin. Es ist dick, es ist schwer. Es hat hier in der Form kein Frontend oder kein GUI, was euch in irgendeiner Art und Weise unterstützen würde, das vernünftig bedienen zu können. Und von daher denke ich ganz einfach, dass dieses MSI WinPad 100W mehr oder weniger in den Händlerregalen verstauben wird. Ja, das ist das MSI WinPad 100W. Meine Güte, ich habe den Namen heute schon zu oft gesagt. Basiert auf dem Intel Atom Z530 mit Windows 7 Home Premium. Und es ist dick und es wird sich leider nicht verkaufen. Ich bin Sascha von der Booknews.de. Vielen Dank fürs Zusehen.